Stefan Baas, Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Wir wurden um ca. 13:16 Uhr alarmiert zu einem Gebäudebrand in Mainz-Kostheim in der Floßhafenstraße. Und beim Ausrücken der ersten Kräfte von der Feuerwache 2 in Mainz-Kastell waren bereits starke Rauchwolken deutlich erkennbar. Die ersten betroffenen Kräfte haben 2 PKWs unter einem Carport brennend angetroffen, die in vollem Ausmaß gebrannt haben. Das größere Problem war jedoch, dass die beiden Fassaden der Gebäude, die an das Carport herangrenzen, auch gebrannt haben. Es handelt sich hierbei um 2 ältere Fachwerkhäuser, die nachträglich mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgekleidet wurden. Und das Wärmedämmverbundsystem hat sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen Gebäude unterhalb des Putzes bis hoch zum Giebel gebrannt. Das war die besondere Schwierigkeit am Anfang. In dem Gebäude, das dem Carport zugehörig ist, befanden sich 2 Personen, die von der Feuerwehr gerettet wurden, über einen Druck unter schweren Atemschutz. Zur Brandbekämpfung haben wir ein Wenderohr über unsere Drehleiter eingesetzt, sowie insgesamt 4 sogenannte C-Rohre, 2 zur Brandbekämpfung in den beiden Gebäuden, ein C-Rohr zur Brandbekämpfung der PKWs und ein weiteres C-Rohr als Riegelstellung, damit wir die Brandausbreitung auf beide Gebäude möglichst verhindern können. Im Laufe des Einsatzes hat sich herausgestellt, dass insgesamt 11 Personen von dem Einsatz betroffen sind. Die werden derzeit in einem Betreuungsbus der Feuerwehr betreut, von einer sogenannten Sondereinsatzgruppe Betreuung, die heute durch das Deutsche Kreuz gestellt wird. Die Personen des Gebäudes, das dem Carport zugehörig ist, können leider heute nicht mehr in ihr Haus zurückkehren. Deshalb wird die Seelsorge in Notfällen sich um eine Unterbringung für die heutige und die weiteren Nächte kümmern. Ich schätze die Schadenshöhe auf ca. 100.000 €. Das ist die erste Einschätzung. Das betroffene Gebäude, das dem Carport zugehörig ist, ist das Dachhaus leider durchgebrannt, sodass das Dach auf einer Länge von ca. 2 Metern jetzt geöffnet ist. Beide Gebäude sind die Fassaden giebelseitig stark beschädigt und müssen komplett restauriert werden. Insgesamt Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr sind wir ca. 60 Personen im Einsatz. Wir werden aufgrund der Ausbreitung über das Wärmedämmverbundsystem und dadurch, dass es sich um Fachwerkhäuser handelt, noch überprüfen müssen, ob sich der Brand in das Holz ausgebreitet hat. Dazu setzen wir in erster Linie Wärmebildkameras ein. Weiterhin müssen wir die beiden Fassadenseiten entfernen, um zu schauen, ob es da noch Schmutznässe oder Brandausbreitungen gibt. Ich schätze die Einsatzzeit auf noch weitere 2 bis 3 Stunden.